Ne? Wie sieht's mit einem Kampf aus? Kann nicht schaden. Du lernst am besten, wenn dein Blut spritzt. Jo. Lass uns kämpfen. Tanka! Natürlich, daneben. Ja. Ist er jetzt tot oder hätte ich vorher was bei ihm lernen sollen? Ich meine, bei dem Blut, was er gerade spritzt. War schon ziemlich schwach von dir, ne? Gut gemacht. Hab ich mir nicht eine Belohnung verdient? Wegen mir nimm einen rum, obwohl ich ihn eigentlich nötiger hab. Wir hätten uns auch mal die Belohnung abholen können im Hafen, aber egal. Was kannst du mir beibringen? Säbelrasseln allein reicht nicht, wenn dir einer an die Gurgel will. Du musst mit dem Ding kämpfen. Ein paar Tricks kann ich dir zeigen. Zeig mal her, was wir... Zeig mir, wie man kämpft. Was darf sein? Ich will schwere Angriffe beherrschen. Wie geht die Konterattacke? Ich will besser mit dem Säbel. Nö. Konterparade. Wäre vielleicht schon mal nicht schlecht, oder? Ich will schwere Angriffe beherrschen. Für einen wirklich starken Angriff kommt es nicht nur auf die Kraft deiner Arme an. Wucht und Schnelligkeit sind viel wichtiger. Du musst deinen ganzen Körper anspannen und dann explodieren. Die Wirkung kann verheerend sein. Verheerend? Na gut. Wir sind jetzt erstmal pleite. Zurück. Wir haben jetzt noch genau... Naja, 439 Gold. Ich hätte jetzt gedacht, weniger. Aber wir gehen jetzt erstmal rein. Na? Mach mich zu einem guten Dieb. Es ist alles eine Frage des Goldes. Ah, Gott. 1000 Gold. Später. Alles klar. Kann ich dich ausrauben? Schön, vergessen wir das mit der Kohle. Kann ich dich ausrauben? Hey, Junge. Die Leute quatschen, dass Captain Stahlbart von dem Kraken erwischt wurde. Jo. Das stimmt. Mara hat ihn getötet. Bei Neptuns Bart. Das ist wahrlich eine schlechte Nachricht. Ich hätte nicht gedacht, dass es den alten Haudegen jetzt schon trifft. Dabei hatte ich meine Hoffnung darauf gesetzt, dass er den Fluch wieder bricht. Ja, das machen wir für ihn. Hat Stahlbart dir vielleicht gesagt, wo er sein Artefakt versteckt hat? Artefakt? Nein, noch nie gehört. Komm schon, du weißt doch was. Raus damit. Ich kann nicht. Ich habe ihm schließlich mein Wort gegeben. Ja und? Wenn du es mir nicht sagst, kann niemand Mara aufhalten. Na schön. Ich weiß nicht genau, wo es ist, aber er hat mal darüber gesprochen. Und? Naja, das ist schon eine amüsante Geschichte. Eines Tages kam er abends hier herein und ließ sich wie so oft feiern. Er behauptete, dass er das beste Versteck gefunden habe, das es zwischen Lufttempel und Meeresgrund geben könne. In Garcias Schatz. Was? Ja, ich habe noch gesagt, du bist doch bekloppt. Der gierige Lump merkt das doch. Aber Stahlbart meinte, wenn es einen Ort gäbe, an dem Garcia nicht sucht, ist es sein eigener Schatz. Ist ja toll. Und wie finde ich den? Keine Ahnung. Aber hier wurde gemunkelt, Garcia sei zuletzt in Caldera gesehen worden. Muss ich jetzt spontan noch mal wissen, wer Garcia war? Ich habe den Namen schon mal gehört. Und ein Spanischlehrer auf meiner alten Schule hieß so. Was kannst du noch mal? Kannst du mir was beibringen? Was willst du denn wissen? Wie man Geld verdient. Ich brauche mehr Rum. Natürlich. Ich sollte das in der Tat echt mal kaufen. Bloody Mary. Nimm mal ehrlich, wir haben ja kein Geld dafür, uns Rezepte zu kaufen. Wir haben auch keinen Zucker. Bloody Mary. Was brauchen wir denn dafür? Ja.
Nein, ich will kurz, bevor ich hier Geld ausgebe. Ne, ihr Süß? Kann ich hier noch wen beklauen? Kann ich dich beklauen? Nope. Kann ich dich? Jetzt nicht. Na, dich dann auch nicht. Ich will doch nur was klauen. Ist zu viel verlangt. Kann ich ihn da unten beklauen? Kann ich die da beklauen? Kann ich irgendwen beklauen? Nein. Okay. Darf ich dich beklauen oder habe ich dich schon beklaut? Na. Ich brauche doch Geld. Kohlen. Zaster. Hallo. Kann ich dich? Für einen guten Rum braucht man Geduld und Ruhe. Und die nervigste Stimme der Welt. Aber theoretisch. Vom Brennen verstehe ich nichts. Vom Brennen verstehe ich nichts. Kann doch aber Bloody Mary machen. Ich hab doch. Manu, jetzt bin ich traurig. Na gut, dann halt nicht. Was wollte ich jetzt machen? Schon wieder vergessen. Vielleicht sollte ich mit Patty reden. Ich rede mit Patty. Also gerade lässt irgendwie meine Gedächtnis, also mein Gedächtnis mehr als drastisch nach. Wir könnten uns mit einem Ghoul prügeln auf der Insel. Weißt du was? Das ist ein Ding, das werde ich jetzt tun. Ich werde mich jetzt mit einem Ghoul prügeln, wenn ich finde, wo... Oh, wir haben ja auch noch... Oh ja, wir haben ja auch noch hier, ne? Wir haben ja hier... Hammer ja und so, ne? So ein Ding da aufgemacht, in das man rein könnte, wenn man stark genug wäre. Kann ich hier noch wen ausplündern von euch? Gleich wieder. Nö, hier ist kein Schwein. Dann gehen wir noch wieder hier lang. Fallen mir so viele tolle Sachen ein. All die tollen Sachen gibt es überall zu sehen. Nee, so viele tolle Sachen, oder? Und dann irgendwas mit Verstehen zum Ende. Ich weiß das nicht mehr. Schon ein paar Jahre her. Kann ich dich beklauen? Ich passe gut auf. Ja, nö, ne? Und du? Ich halte die Stellung. Na, das finde ich gut. Ich nicht. Ich will nur klauen. Das ist mein Hobby. Auch im echten Leben. Ich beklaue immer meinen Kühlschrank. Aber den stört das auch nicht, der findet das ganz toll, weil dann kann ich ihn nämlich mit neuen Sachen füllen, die ich dann wieder aus ihm rausnehmen kann. Olle Nutte. Halte schwerer Angriff. Alles klar. Zusammen. Oh Gott! Man ist ja nicht so irgendwie von einem Ding mal sofort tot. Ja, danke, das war zu spät. Kannst du mal aufhören, Charni zu schlagen? Der ist irgendwie auch mal voll untot, ne? Du musst treffen. Charni, heimlich. Charni, Charni. Das war irgendwie eine dumme Idee. Einer weg. Der andere auch gleich. Oh. Meine Fresse. Vielen Dank, Charni. Mann, kann ich die? Die kann ich nicht mal ausplündern. Aber ich kann den Speer mitnehmen. Dann kann ich den Schalter da drücken. Ich kann vorher erstmal speichern und hab Angst, dass ich sterbe. Komm her. Instinktiv zu wissen, was ich tue. Weiß, was ich zu tun habe. So rum. Mir kribbelt gerade die Nase und ich möchte nicht niesen. Ich möchte gleich, ist bestimmt hier eine dicke, fette Falle. Ne? Zurück mit dir. Du läufst da nicht rüber, ne? Oh nein. Oh Gott. Oh Gott. Charni, beschränk dich bitte aufs Heilen. Heilen?
Blöde Kuh. Hi. Hm. Ich nehme das Idol mal zum Schluss mit, weil ich habe irgendwie schlechte Erfahrungen mit Türen gemacht, wenn man Dinge wegnimmt. Resistenz, Schurkenring. Was kann der Schurkenring? Schmutzige Tricks plus 5. Und 50 Gold. Bester Volk. Altes Grab geplündert. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Habe ich gerade einen Herzinfarkt bekommen. Dort unten hätten wir noch Ruhm abgreifen können. Oh. Verfluchte Scheiße. Das wäre bestimmt aufregend geworden, aber ich möchte da jetzt nicht runtergehen. Oh, Junge. War noch nie so froh in meinem Leben, dass meine Leertaste funktioniert hat. Mann, 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 Mann. Aber so einen blöden Ghoul wollten wir jetzt da noch bekämpfen, ne? Wenn ich noch wüsste... Der war, glaube ich, hier oben. Das heißt, wir gehen da... Da rein. Da rein. Nur mal schauen. Wenn wir gerade schon hier sind, ne? Kostet ja nichts. Haben gerade 50 Gold geplündert aus dem alten Grab. Ist klar, ne? Von kann ich mir einen Rum kaufen. Das ist voll verhältnismäßig. Alles sauber. Ne, Charlie? Wenn lieb ist, kaufe ich dir auch mal eine richtige Hose. Damit man dir nicht andauernd in den Schritt gucken kann. Der meistens sehr dunkel gefärbt ist. Oh, hier war ja dann irgendwo auch, ne? Eine Erzader. Die wir haben beklauen können, wie auch immer. Die war aber, der Ghoul war da hinten, aber wir, ich gehe nochmal kurz, ein bisschen, ganz klein bisschen. Da ist so ein Mini-Äffchen, was ich ja eh nicht kann. Ja, ist gut. Ist gut, kleines Äffchen. Ja, alles gut. Aber hier hinten war noch eine Höhle, wo wir Golderz abbauen konnten, glaube ich. Ich wage es zu behaupten, dass ich mich an etwas erinnern könnte. Zack, siehste. Bin ich 100 Mal dran vorbeigerannt ohne Spitzhacke. Und er macht sich hier wieder. Das sieht dir Gott aus mit seinen langen Socken. Cool, cool. 5 Goldbrocken erhalten. Die Kiste hier hinten hat immer noch keiner aufgefüllt, nicht wahr? Nö. Warum auch? Wie sollte man. Warum. Naja. Warum? Also jetzt ehrlich, wirklich, warum auch? Ich renne auch nicht. Ich habe mir jetzt nicht so eine Zeitmaschine gebaut oder so. Oder heiße Dr. Who und reise durch die Gegend und fülle Schatzkisten auf. Das ist nicht ganz mein Lebensziel in diesem Leben. Und auch im nächsten nicht. Weil nö. Weil einfach nö. Kann ich auch anders machen. Weißt du? Warum kann nicht mal jemand mir eine Überraschung machen? Ich möchte auch mal überrascht werden. Man muss ja auch mal an sich selber denken können. Ne, Herr Ghoul? Das finde ich ganz schön ghoul. Da waren 2 drin, ne? Herr Ghoul? Johnny, heil mich! Heil mich! Heil mich! Naja, gut, ging doch. Danke, Johnny. Beehr mich bitte bald wieder. Speicher mich bald wieder. Ich habe deine Nummer nämlich auch eingespeichert. Kiste, 40 von 30. Nein, zack, zack, auch nicht. Nein, da und da. Dann der da und dann der da. Nein, nein. Jo. Mensch, da muss ich ja wirklich mal was machen diesmal. Der waren so 20 Gold, ein Silberpokal, Jade-Ohrring. Cool. Fechtschwert. 20. Na, ist nicht besser. Alles meins. Alles meins. Alles meins. 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 Müssen wir mal Lieder ausdenken für den passenden Moment, damit ich Lieder anstinken kann. Hey, komm du, lass uns Lieder anstinken. Lass uns doch auch einfach so rumpupsen. Warum nicht? Wir sind erwachsene Menschen. Ich bin ein Pirat auf einer Insel. Es würde keiner merken, wenn ich jetzt pupsen würde, außer meine liebe Charlie hinter mir. Und der würde ich einfach sagen, das muss so in unserer Zivilisation. Die kennt sich ja nicht aus.
Wahrscheinlich würde sie das sowieso am wenigsten stören. Wobei, wenn man mal überlegt, man darf ja jetzt mal auf das Thema eingehen, ne? Das ist ja immer so ein Tabuthema. Pupsen. Gerade bei Frauen. Pupsen, ne? Frauenpupse riechen nur nach Regenbogen. Das riecht ja nur in der Regel, weil das was ist, was der menschliche Körper eigentlich gar nicht wirklich verarbeiten kann oder verträgt. Meistens. Weil da diese Bakterien da, ne, in der Darmgegend, die das dann futtern und zu Gasen verarbeiten, sagen wir mal, ne, wir umschreiben das mal alles sehr voll wissenschaftlich, ne, Chani, ne, Gase und so. Naja. Müsst ihr mal, also, das ist der Wahnsinn. Na, du schmeißt hier alles runter.